Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Der Buddy ist doch noch nicht in eine Welt zurück hier. Ein bisschen können wir auch halten. Die Aussicht genießen. Genieß doch mal die Aussicht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir jemanden. Wer ist das? Achso, das ist der Karren nach Wolkenruhe. Ne, den will ich ja nicht machen. Das will ich ja nicht machen, nicht? Das ist nicht so... Nee, lass mal. Ich würde doch gerne jetzt hier die Aufgabe erstmal machen hier. Quest in Oberi Karawin. Okay. So, warte mal. Jetzt zeig mir, guck, wo muss ich hin? Hier gerade durch und dann rechts. Wer ist das denn? Ich soll ein paar Würdenträger zur Welsippenbucht geleiten. Aber diese Narren sind spät dran. Als das letzte Mal vorkam, hatten sie alle einen Kater. Habt ihr eine Ahnung, wie schwer es ist, auf Springbockpirsch zu gehen, wenn alle kotzen? Ich hab einen Kater. Also ich weiß, wie schwer das ist. Achso, das war jetzt nicht die Aussage, ne? Dieses Katertier mit seinen, glaube ich, 13 oder 14 Jahren. Diese permanente Anstarren morgens. So nach dem Motto, steh endlich auf. So. Wer bist denn du jetzt hier? Oberjustizikar. Indriems Tagebuch zusammengefügt. Ach, das ist das, was wir vorhin gelesen haben. Okay. Es tut so gut, eine andere Altmär zu sehen, die uns in der Not zur Seite steht. Ihr seid wegen der Kontraktarbeit hier, vermute ich? Ja, ich hätte Interesse an Kontraktarbeit. Es ist wahrlich ein trauriger Tag, wenn die göttliche Strafbehörde Hilfe von außen benötigt. Aber wir leben in unruhigen Zeiten. Da die Armee an fremden Gestaden im Einsatz ist und so viele Besucher auf unsere Insel kommen, sind unsere Ressourcen nahezu erschöpft. Daher die Kontrakte. Was erfordern diese Kontrakte? Die Aufträge unterscheiden sich in ihrer Tragweite, aber alle sind bis zu einem gewissen Grad mit Gefahren verbunden. Manche kann man allein erfüllen. Für den Abschluss anderer braucht man Verbündete. Man wird euch darum bitten, gefährliche Kreaturen zu beseitigen oder verdächtigem Treiben nachzugehen. Diese Art von Aufgabe eben. Mieze, ich hab gerade Mieze geärgert. Mieze, hab ich dir geärgert? Hä? Hab ich dir geärgert? Aber er hält sich zurück mit Beißen und Kratzen. Weil er ist ja immer noch aus, ist Mittagszeit, er hat ja Hunger, weißt du? Da kann er nicht so dolle zugreifen. Wenn er gefressen hat und dann ärgerst du den und es ist nicht Fressenzeit, dann wird er grantig. Nicht? Der Wuschelkopf. Der Pirat ist ein richtiger Pirat, weil der hat ja nur noch ein Auge. Beziehungsweise ein anderes blind. Also ein davon. So, wie oft kann ich Kontrakte abschließen? Was ist denn das schon wieder für eine Aufgabe? Das ist doch auch wieder nicht eine Strichtipp. In Übereinstimmung mit unseren derzeit geltenden Regelungen darf jeder für den Dienst herangezogene Bürger immer nur einen einzigen Kontrakt pro Tag pro Ermittler annehmen. Ihr seid natürlich eingeladen, regelmäßig wieder wegen neuer Aufträge vorbeizuschauen. Habt ihr Interesse an dieser Art von Arbeit? Ich nehme erst mal an, weil ich nicht weiß, was das ist. Sehr gut. Dann werdet ihr hiermit autorisiert, Dienste im Auftrag der göttlichen Strafbehörde zu leisten. Sucht die Justiziare Farovel und Tanorian auf, um eure ersten Aufgaben zu erhalten. Sie kümmern sich um die Verwaltung der Kontrakte. Okay. Geht. Sprecht mit Farovel und Tanorian. Sie können euch mit Kontrakten versorgen und ihr könnt sofort an die Arbeit gehen. Okay, erzählt mir mehr über die göttliche Strafbehörde. Die göttliche Strafbehörde ist eine Abteilung des Talmors der Königin, der damit betraut ist, in ganz Sommersend weltliche und kirchliche Gesetze zu hüten. Wir stellen im Fall von Korruption und Verbrechen Untersuchungen an und schlichten Rechtsstreitigkeiten. Eure Aufträge werden dieses breite Spektrum widerspiegeln. Mit welcher Art von Aufträgen kann ich rechnen? Die Kontrakte von Justiziar Tanorian kann ein einzelner Agent erledigen. Während die Aufträge von Justiziarin Farovel eine ganze Gruppe brauchen, um die gefährlichen Bestien auszumerzen, für die sie verantwortlich ist. Und irgendwann könnt ihr auch spezialisierte Missionen von Schlachtenvogt Tanerline erhalten. Okay. So, muss ich denn jetzt hin? Ist der Turmwächter? Hä, sollte ich hier nicht... Wieso habe ich denn jetzt diese Aufgabe wieder? Hä? Wo
wo sind denn die Eulen? Oh, weißt du was? Ich weiß nicht, was das ist. Warum wird mir das jetzt schon wieder nicht angezeigt? Alter, ich werde hier zum Schwein hier, Freunde. Ist das jetzt hier Sommers Endsache? Ne, auch nicht. Gilden. Epilog. Warum erstmal nicht? Homosexuellen. Ich habe ja keine Aufgabe dafür. Ja, haben wir keine Aufgabe für gekriegt. Cool. Oder haben wir mit die schon mal gesprochen und ich weiß bloß wieder nicht. Warte mal, wir müssen da oben lang. Oder? Warte mal, nee, wir müssen da oben irgendwo lang. Wo geht denn das hier lang? Ach, da lang. Warte mal, machen wir halt mal so. Naja, gut, dann machen wir jetzt die Hauptaufgabe und dann ist hier. Die groteske Abscheulichkeit der Pumpe hier in den Sommers End. Ich ratter jetzt nicht alles ab, um noch jetzt zu gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwo noch eine Aufgabe finden. Wir machen das jetzt hier Ende und dann ist Pumpe. Dies, Freunde, wird wahrscheinlich die letzte Folge oder wir werden jetzt mal durchziehen und dann gucke ich mal, ob ich das schneiden tun täte. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lang das jetzt hier noch geht. Aber im Prinzip sind wir jetzt hier so am Ende unserer Reise in Sommers End angekommen. Ne, hier ist noch eine Aufgabe. Wer ist er denn nun schon wieder? Ah, okay. Wie kann Rigott einen Frieden aushandeln, wenn die blöden Hochelfen nicht mit ihm reden wollen? Okay, ist doch nicht die letzte Folge, wir nehmen den erstmal. Die aufrichtigsten Grüße, meine neu gefundene Freundin. Ich bin Rigurd der Ungestüme, der Botschafter vor Ort für den zunehmend spektakuläreren Nordkulturaustausch. Ich fürchte, meine Mission auf dieser schönen Insel voller hochnäsiger Elfen ist auch schon wieder vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Rigurd, war das nicht der Typ, der hier irgendwie essen? Oder nee, war das denn Elsweier? Kommt der erst noch? Rigurd? Haben wir den. Ach, ich komme hier so durcheinander, aber der Typ sieht aus wie der Typ, der auch Essen macht. So, von welcher Mission sprecht ihr? Der glorreiche Pakt hat Rigurd entsandt, um Verhandlungen mit Königin Eiren zu führen. Um meinen beachtlichen Liebreiz darauf zu verwenden, die Hochelfen zu Friedensgesprächen zu verführen und den Krieg der drei Banner zu beenden. Ich habe sogar Geschenke für die hübsche Königin dabei. Aber Rigurd ist gescheitert. Wieder einmal. Inwiefern seid ihr gescheitert? Diese großen, dünnen Elfen haben so viele Regeln. Wusstet ihr, dass Königin Eiren nicht einmal auf Sommers End ist? Und um eine Audienz mit ihrer stellvertretenden Königin zu bekommen, braucht man so eine Art ordentliche Vorstellung. Ohne die lässt mich Windilwen keinen Fuß in den Palast setzen. Ich werde euch helfen, eine Lösung zu finden. Ihr würdet Rigurd helfen? Oh, da tanzt mir das Herz wie die Jungen bei einem Ball zum Maras-Tag. Sprecht mit Hofdame Windilwen und findet heraus, wie wir eine von diesen ordentlichen, hochelfischen Vorstellungen kriegen. Vergesst nicht, ich habe Geschenke dabei. Die sollten schon ein paar Türen öffnen. Sagt ihr mir mehr darüber, warum ihr nach Sommers End geschickt worden seid? Rigurd ist der allerbeste Botschafter in ganz Himmelsrand. Manchmal glaube ich sogar, dass der Nordkulturaustausch nur ins Leben gerufen wurde, um meine Talente und Inkompetenzen zu nutzen. Zumindest hat der Tane dieses Wort genauso benutzt. Wie dem auch sei, Rigurd ist gekommen, um den Krieg zu beenden. Erzählt mir mehr über den Krieg, den ihr versucht zu beenden. Den Krieg der drei Banner. Eine schreckliche Angelegenheit.
Ich trank gerade am Hof des Galgenkönigs, als ich erwähnte, wie dumm es doch ist, um einen leeren Thron zu kämpfen. Am nächsten Morgen hat er mich in ein Boot gesetzt und hierher geschickt. Rigurd bekommt immer nur die wichtigsten Aufträge. Ich glaube, das ist der Typ. Der ist nachher irgendwie, der kommt, das kommt alles noch, ne? Dass der irgendwie Koch ist, oder? Rigurd, der sagt mir irgendwas. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt Königin Aeryn dazu bringen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen? Wenn wir eine Audienz bei ihr oder ihrer stellvertretenden Königin kriegen können, werde ich es auf jeden Fall versuchen. Ein fortwährender Krieg ohne Ende in Sicht kann doch für keine Seite gut sein. Außerdem kann Rigurd sehr überzeugend sein, besonders dann, wenn ich Geschenke mitbringe. Warum könnt ihr nicht mit der stellvertretenden Königin reden? Rigurd hat keine Ahnung. Windilven redet er immerfort von Gesetzen und Regeln und Gebräuchen. Sie meinte, ein einfacher Nord wie ich würde das nie verstehen. Aber mit eurer Hilfe beim Umschiffen aller kulturellen Klippen ist Rigurd ruckzuck zum Tee bei der stellvertretenden Königin eingeladen. Erzählt mir mehr über die Hofdame Windilven. Aber Entschuldigung. Was gibt es da zu erzählen? Windilven ist eine aufgeblasene Speichelleckerin der Königin, die meint, ihre Achseln duften nach frischer Bettwäsche. Wenn die hochnäsigen Elfen so etwas wie Minister für Kultur haben, dann ist Windilven mit Sicherheit deren Königin. Redet mal mit ihr und überzeugt euch selbst. Erzählt mir von den Geschenken, die ihr mitgebracht habt. Oh, was für Schätze ich da mitgebracht habe. Geschenke, für die jeder Nord töten würde. Und viele haben es schon getan. Ich habe Bestaunenswertes aus den Schatzkammern von Windhelm dabei. Eine deprimierende, ausgestopfte Ziege, die Bellas Busen der Nachtgunst und Mammutessenz. Was? Erzählt mir von der deprimierenden, ausgestopften Ziege. Ein toller Schatz. Das war König Joruns geliebtes Haustier Bradir, das für seine Tapferkeit bekannt war. Bradir hat sich einmal ganz allein einer Horde marodierender Orks entgegengestellt. Der Skaldenkönig ließ sie ausstopfen und wollte sie ausstellen, nur um dann festzustellen, dass sie für den Kaminsims zu deprimierend ist. Okay. Erzählt mir von Dibellas Busen der Nachtgunst. Er ist etwas, was jeder, der vor Lebenskraft strotzt, zu schätzen weiß, ob Mann oder Frau. Diese Büste von Dibella, der Göttin der Schönheit und der sinnlichen Lehren, hat bei vielen Nord einen Ehrenplatz im Schlafzimmer. Ihre Anwesenheit macht nächtliche Betätigungen erquicklicher. Eiren wird sie lieben. Okay, was mit der Mammut-Essenz? Oh, die ist bei allen Maiden und Matronen beliebt, die sie sich leisten können. Die Alchemisten Windhelms haben diesen teuren Duft eigens für das Auftragen zu besonderen Anlässen entworfen. Wer würde an einem warmen Frühlingstag auch nicht nach nassem Mammut riechen wollen? Naja, ich weiß ja mal nicht. So, sprecht mit Hofdame Windilven. Windilven. Okay. Königspalast von Alinor. Habe ich euch mit diesem Nord gesehen? Ihr solltet wirklich dringend darüber nachdenken, welchen Umgang ihr pflegt. Hast du am Fenster gelauscht oder was? Kickst du raus, wie die alten Rentners, wa? Hä? Ha? Ah, haben wir wieder gelunzt, wa? Hier ist der Stasian. Kennen wir hier, Fräulein. Was muss Rigo tun, um sich eine Audienz bei der stellvertretenden Königin zu sichern? Eine Audienz bei der stellvertretenden Königin für einen Nord? Nun,
Für eine Vorstellung braucht man gewisse Dokumente. Eine Empfehlung vom passenden Sapiarchen zum Beispiel, sowie ein Testat der Strafbehörde. Und vielleicht muss man auch mir einen kleinen Gefallen tun. Wenn wir eure Hand waschen, wascht ihr unsere? Ein kruder, aber zutreffender Vergleich. Bringt Sapiarch Tandemem dazu, ein Empfehlungsschreiben auszustellen. Und Justitiar Rolumdel dazu, Rigots Rolle in einem offiziellen Dokument zu bestätigen. Danach beschafft ihr als Gefallen für mich ein paar Karten für den nächsten Auftritt der Schauspielerin Enigma. War das nicht eine Band, Enigma? Erzählt mir mehr über die Gegenstände, die Rigot beschaffen soll. Mehr? Ihr Neuankömmlinge stellt immer nur Forderungen. Mehr, mehr, mehr. Ach, na schön. Über welchen dieser ungemein wichtigen Gegenstände wollt ihr denn mehr erfahren? Mich macht das wütend. Alter, wir waren Abgesandte, wir waren Agenten der Königin. Warum, wisst ihr, einige, ich hab ja schon mal hin und wieder mal hier und da, die darüber Bescheid wissen, aber hier gerade am Hofpalast muss man wissen, wer wir sind. Das ist so eine Sache, wo ich sage so, warum kann man der Alten nicht einfach mal direkt in die Fresse spucken und sagen, pass mal auf hier, wir sind Agente der richtigen Königin, nicht mal der Stellvertretenden. Wir sind Königsagenten. Frag Rasumdar, junge Mädchen. So, erzählt mir mehr über Sapiarch Tandemen. Tandemem ist der Sapiarch für die Beobachtungen des Fremden. Er ist Sommersens größte Koryphäe für alle Kulturen, die nicht die der Altmeer sind. Er freut sich sehr über den Erlass der Königin, da er auf diese Weise zum ersten Mal Außenstehende von Angesicht zu Angesicht treffen kann. Ihr findet ihn hier in Alinor. Wie bringen wir den Sapiarchen dazu, Rigot eine Empfehlung auszustellen? Das werdet ihr den Sapiarchen fragen müssen. Ihr werdet ihm wohl irgendeinen Gefallen tun müssen, schätze ich. Nichts zu Ausgefallenes. Wahrscheinlich will er Hilfe bei den Gesprächen, die er mit den Massen an Neuankömmlingen führen möchte, die an unsere Gestade gespült werden. Wenn ihr jetzt sonst nichts mehr habt... Wer ist Justitiar Rolumdel? Rolumdel dient als Beamter der göttlichen Strafbehörde, die sowohl das weltliche als auch das rechtliche Gesetz hütet. Er kann ein offizielles Dokument aufsetzen, das Rigots Status als Diplomat bestätigt. Für einen kleinen Gefallen natürlich. Ihr findet ihn in Lilandril. Noch ein Gefallen? Gefallen sind die Währung der Macht hier auf Sommers End. Aber macht euch nicht allzu viele Sorgen darüber. Rolumdel will wahrscheinlich nur Hilfe bei irgendeiner kleineren rechtlichen Angelegenheit. Nichts, was euch und den Nord überfordern würde. Wer ist Enigma? Ach, die schöne und geheimnisvolle Enigma. Ich bin eine echte Bewunderin ihrer Kunst. Diese Schauspielerin ist womöglich die Beste aus dem Haus der Träumereien. Ich jedenfalls sehe es so. Und viele andere auch. Wenn man danach gehen kann, wie rar Karten für ihre Auftritte sind. Ich gehe davon aus, dass ihr sie in Relentil findet. Wie soll ich denn an Karten kommen, wenn die so schwer zu kriegen sind? Die Lösung dieses Rätsels liegt bei euch. Sofern Rigurd wirklich die stellvertretende Königin sehen will. Der Umgang mit Enigma sollte sich nicht stark von dem mit den anderen unterscheiden. Sie ist schließlich eine Hochelfin. Mit Gefallen kommt man sehr weit. Sogar im Haus der Träumereien. Okay. Na gut. Haben wir ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. So, müssen wir jetzt noch mal mit dem Dummkopf sprechen. Den haben sie hierher geschickt. So, da unten ist einer. Ja, wir kommen hier einfach nicht. So einfach kommen wir hier nicht runter. Oder? Ne, ist ein bisschen hoch. Der ist ein bisschen hoch.
Mit Höhe kenne ich mich aus. Wir sind schon öfters mal irgendwo runtergefallen. Das war nicht so gesund. Ich sage euch. Da macht er den mal Flatsch und du bist platt. Platt wie eine Flunder. Hört meine Worte, Brüder und Schwestern. Ihr blickt einander an und vermutet nichts Böses. Doch in jedem Herzen kann der schlimme Makel der Dädra verehren lauern. So, wir sind ja hier richtig. Da ist schon mal einer. Wer ist er denn? Der Sapiarch. Ich hoffe, ihr seid nicht wegen etwas Wichtigem hier. Mein Terminkalender quillt über. Vor dem Schlammkrabbenfest zu Mithya kann ich euch unmöglich irgendwo dazwischen quetschen. Ihr müsst für mich ein Empfehlungsschreiben für den Nordbotschafter Rigurd verfassen. Eine Empfehlung? Ihr solltet wissen, dass ich die nicht einfach so zusammenschustere. Eine Empfehlung bedarf gründlicher Nachforschungen und Überlegungen. Ich kann gar nicht vorsichtig genug sein, wenn es darum geht, mich für Neuankömmlinge auszusprechen. Hofdame Windelwehn schickt uns. Sie meint, ihr könntet einen Gefallen brauchen. Windelwehn? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wenn ihr Gegenstände von besonderer kultureller Bedeutung von den Neuankömmlingen beschaffen könntet, sagen wir etwas von einem Khajiit, einem Bretonen und einem Argonier, lasse ich mich unter Umständen dazu überreden, eine Empfehlung für Botschafter Rigurd auszusprechen. Habt ihr jemals Bestimmtes im Hinterkopf von den Leuten? Das habe ich tatsächlich. Die Khajiit heißt Ojora. Exotisch, findet ihr nicht? Henry Ondare ist der Bretone. Und die Argonierin nennt sich Grauschuppe. Bringt mir etwas, was ihnen gehört und ihre Kulturen widerspiegelt. Und dann können wir reden. Oh, das ist aber jetzt hier eine ganz spezielle Aufgabe, wa? Das ist aber eine ganz spezielle Aufgabe hier, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. So, wir haben hier Henri. Nicht jetzt, meine Freundin. Ich war nicht in der Lage, mir in dieser Stadt Arbeit zu sichern. Und ich fürchte, dieses Land der Hochelfen birgt anstelle ungeahnter Möglichkeiten nichts als Enttäuschung für einen Neuankömmling wie mich. Warum ist die Textur dahinter so komisch verschwommen? Okay. Ich suche nach Kulturgegenständen, die in Verbindung mit den neu eingetroffenen Einwanderern auf Somers End stehen. Ist das so? Nun, ich versuche eine Anstellung zu finden. Sieht so aus, als würden wir beide enttäuscht. Andererseits habe ich diese Schildkrötenschnalle, die im bretonischen Stil gefertigt ist. Ich könnte mich dazu überreden lassen, sie euch zu geben. Für den richtigen Preis. Müssen 69 Gold hier? Ja. Das wird es in der Tat. Wo habe ich sie denn nur hin, diese... Oh, hier ist sie ja. Nehmt sie und möge sie euch Gesundheit bringen. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit euch zu machen. Ja, komm. So, ist jetzt die andere? Warte mal. Könnt ihr eine Münze erübrigen? Dieser versteht nicht. Man muss eine Gebühr fürs... Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, als ich beschloss, nach Somers End zu reisen. Aber es war ganz bestimmt nicht das hier. Keine Ruhe für müde Häupter und ständig immer mehr Arbeit. Vergebt mir meine schlechten Manieren. Gibt es etwas, was ihr braucht? Ich suche nach Kulturgegenständen, die in Verbindung mit den neu eingetroffenen Einwanderern auf Somers entstehen. Im Ernst? Nun, ich habe nicht viel mitgebracht. Nur meine Rezepte. Ich habe eben erst eine Schüssel Aojisaka für Mistig mit den Monden gemacht. Er hatte keines mehr, seit er Trübmoor verlassen hat. Er erwähnte, wie sehr er Lust darauf hätte. Ich wollte es ihm gerade in diesem Sack bringen. Würdet ihr mir das Aoji geben? Das Aoji Saka geben? Es kommt mir vor wie der perfekte argonische Kulturgegenstand. Ich soll euch das Aoji Saka für Mist geben? Auf keinen Fall! Es ist ausgesprochen schwierig und zeitaufwendig in der Herstellung. Und ich habe diese Schüssel meinem Freund versprochen.
Ihr werdet euch eine andere Argonierin zum Bestehlen suchen müssen. Okay, so, pass mal auf. Ich bin mir nicht sicher, was... Suche einschüchtern. Droht ihr mir jetzt? Jo. Dieser Ort wird jeden Tag schlimmer. Na schön, nehmt es. Ich hoffe nur, ich habe es richtig zubereitet. Ich würde ungern hören, dass ihr beim Verzehr meines Aoji-Sakas gestorben seid. Man will ja nicht, aber irgendwie... Bereut diese L2er verlassen und sich auf die Reise nach Sommersend gemacht zu haben? Nein, denn Yone und Yode wachen über diese und segnen sie mit Gesundheit und Glück. Wie kann Urjura euch behilflich sein, meine Freundin? Suchen Kulturgegenstände. Diese hat ein paar Erbstücke mitgebracht, alles, was sich in ihren Tragesack stopfen ließ. Urjura hat zum Beispiel einen kajitischen Navigationsstein. Er hilft ihr, selbst in diesem fremden Land ihren Weg zu finden. Diese kann sich aber nie von ihm trennen. Er ist von sentimentalem Wert. Sabiaich Tandemen wäre ausgesprochen dankbar, wenn ihr ihm euren Navigationsstein überlassen würdet. Der Sabiaich? Warum habt ihr denn nicht gleich gesagt, dass er für den Sabiaichen ist? Natürlich überlässt euch Urjura diesen wunderschönen kajitischen Gegenstand von großer kultureller Bedeutung, solange er für den Sabiaichen ist. Bitte lasst ihn wissen, dass diese seiner Bitte sehr gern nachgekommen ist. Ich finde ein bisschen bedenklich, dass ich hier so Schorf hier, also gegen die Argonierin so, wisst ihr, was ich meine? Was soll das? Warum muss ich die einschüchtern?